Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um etwas von Arteezer, nämlich den aktuellen Air Assist. Die Air Assist Pumpe habe ich hier und die werden wir gleich mal an einen Laser anschließen und mal gucken, was das Ganze so bringt. Ja, viele, die einen Desktop-Laser zu Hause haben, die ganz normalen Laser-Engraver, für gewöhnlich auch Diodenlaser genannt, die fragen sich früher oder später, wie kann ich das Ganze nochmal optimieren? Vor allen Dingen, wenn man mit dem Laser auch cutten möchte, also schneiden möchte. Da dauert das ja teilweise etwas lang und es entstehen auch sehr, sehr viele Schmauchspuren in der Regel dabei. Und ich hatte ja des Öfteren schon bei der Vorstellung von einigen Lasern gesagt, das kann man alles ein bisschen optimieren mit einem Air Assist. Und heute wollen wir uns mal diesen Air Assist von Arteezer angucken. Und zwar gucken wir erstmal, was alles in der Verpackung mit drin ist. Einmal haben wir hier ein Netzteil und Netzkabel mit dabei. Dann eine Bedienungsanleitung, so ein Short Start Guide ist mit dabei. Und ein Schlauch ist mit dabei. Ich verlinke euch das Produkt natürlich unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann auch den tagesaktuellen Preis abrufen. Ich habe zu dem Hauptlaser, also dem Arteezer Laser, auch ein Video gemacht. Ein sehr, sehr stabiles Gerät. Werdet ihr gleich nochmal sehen, wenn wir das Ganze hier anschließen. Wer das Video nochmal sehen möchte, es ist unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt. Und dann haben wir hier die Air Assist Pumpe, die wir hier oben noch in der Intensität ein bisschen einstellen können. Das dient auch gleichzeitig nochmal als Ausschalter, das Ganze. Und dann könnt ihr hier die Luftmenge nochmal so ein bisschen regulieren. Von unten her sehen wir, dass wir hier einmal noch Füßchen dran haben, dass die Resonanz so ein bisschen rausgenommen wird. Denn letztendlich ist das ein Kompressor, der irgendwie ein bisschen vibriert beim Herstellen der Luft oder der Luftmenge. Und da entsteht natürlich dann Vibration und Vibration trägt dazu bei, dann die Geräuschkulisse etwas anzuheben und dadurch wird das natürlich etwas minimiert. Und wenn ihr euch das hier mal anschaut, wie stabil auch diese Maschine hier dargestellt ist, wie die zusammengebaut ist, wie hochwertig das Ganze designt ist und letztendlich auch verarbeitet ist, da bekommt ihr auf jeden Fall noch sehr viel Qualität fürs Geld geboten und ihr könnt diese Maschine oder diesen Air Assist natürlich auch mit anderen Lasern verwenden. Das muss nicht unbedingt mit dem Arteezer Laser sein, sondern wenn ihr einen Ortur Laser daheim habt oder irgendeinen anderen Laser. Wenn ihr gerade euch für diesen Air Assist dann entscheiden solltet, dann könnt ihr den natürlich auch überall anders verwenden, auch wenn der natürlich optimiert ist, gerade mit dem passenden Schlauch etc. dann für die Steuerung oder für die Beschaltung mit einem Arteezer Laser. Ich habe jetzt hier einmal den Air Assist daneben gestellt und ihr seht, der ist auch im gleichen Design wie der Laser selbst. Wie gesagt, zum Laser hatte ich ja ein eigenes Video gemacht, könnt ihr euch dann unten nochmal anschauen. Vorteil ist natürlich, dass das jetzt alles zusammenpasst, das heißt, die Pumpe und der ganze Schlauch und alles ist auf die Größe hier eingestellt. Manchmal ist es so, dass die Düsen gerade, die dann vorne an den Modulen dran sitzen, natürlich eine andere Schlauchdicke benötigen. Aber ich denke mal, so einen Schlauch kriegt man notfalls auch im Aquariumfachhandel oder im Baumarkt oder sowas. Da braucht ihr euch jetzt keinen Kopf machen. Der Schlauch ist recht lang, wenn ihr das seht. Der geht hier einmal über den Tisch rüber. Also ihr könnt die Pumpe sogar noch weiter wegstellen, wenn ihr da nochmal weitere Vibrationen oder irgendetwas vermeiden wollt. Vorteil ist jetzt bei diesem Arteezer Lasermodul, dass wir hier direkt einen Anschluss auch dran haben. Da habe ich den Schlauch einfach nur drauf gesteckt und den Schlauch dann hier hinten in diese Klemmen mit eingehakt, sodass der dann hier frei beweglich ist. Müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen, dass der A nicht im Wege ist, dass der sich über das Material dann zum Beispiel legt und sich dann verklemmen kann. Aber er muss natürlich auch genau so lang sein, dass der Laser bequem hin und her fahren kann, nach vorne und nach hinten und nach links und rechts. Und dann könnt ihr das hier hinten, wie gesagt, mit einklicken und dann wird er von diesem Arm auch immer mitgenommen, der Schlauch, ohne dass er im Wege ist. Die Pumpe habe ich auch schon mal eingestöpselt, die können wir dann hier vorne, wie gesagt, andrehen. Und man hört, denke ich mal, dass hier vorne auf jeden Fall einiges an Luft auch rauskommt. Der Vorteil ist immer, wenn ich hier Luft drauf gebe, dass dann Rauchgase weggepustet werden und der Laser dadurch natürlich etwas stärker wird. Das heißt, der muss nicht noch irgendwie durch einen Nebel durch oder sonstiges und kann dann direkt auf dem Brettchen oder auf dem Material, was wir lasern wollen, dann auch wirken. Ihr werdet das gleich mal sehen. Ich habe hier das 5 Watt Modul oder 5,5 Watt Modul mit drauf. Und grundsätzlich könnt ihr das dann ungefähr vergleichen mit einem 7 bis 10 Watt Laser. Also ihr holt dann wirklich aus diesen kleinen Modulen nochmal einiges raus. Und aus den 10 Watt Modulen, wenn ihr mit einem 10 Watt Modul hier arbeitet, denn den Laser gibt es ja auch als 10 Watt Version, dann könnt ihr nochmal
etwas mehr, wie gesagt, ich sage mal so 20% oder 30%, könnt ihr davon ausgehen, dass das mehr wird. Und das kann natürlich schon entscheidend sein. Könnt euch dann vielleicht sogar einen Schnitt dann sparen. Und was wir auch gleich sehen werden, werden wir dann auf diesem Material, auf Holz, weniger Schmauchspuren haben. Denn das wird natürlich dann alles weggepustet. Und wie gesagt, der Laser kann dann besser wirken. Das probieren wir jetzt mal aus. So, ich habe jetzt mal ein Brettchen untergelegt. Wenn ihr schneiden wollt, solltet ihr auf jeden Fall immer über einen Honeycomb auch nachdenken, denn dann kann der Laser natürlich besser durchschneiden und die Rauchentwicklung, die geht dann durch dieses Wabenmuster natürlich nach außen und kann dann, so wie das hier ist, abgesaugt werden. Ich verlinke euch auch mal das Video dazu, wie ich meine Absaugung gebaut habe. Ansonsten müsst ihr euch einfach Gedanken machen. Es gibt noch so Fume Absorber, nennt sich das Ganze dann, Lötrauchentferner. Viele haben mich schon angesprochen, wie man eben diese Gase oder diesen Rauch wegbekommen kann aus den Räumen. Durch Lüften funktioniert das ja nicht nur alleine, denn muss natürlich auch ein bisschen Wind gehen, damit da ein bisschen was rauskommt. Und ich finde das am besten auf jeden Fall mit so einer Absaugung. Aber ansonsten solltet ihr auf jeden Fall irgendwie über so einen Fume Absorber nachdenken. Demnächst kommt auch noch ein Laser hier auf dem Kanal, der sowas gleich integriert hat. Also wer noch nicht hat, jetzt den Kanal abonnieren. Auf jeden Fall Honeycomb und Air Assist immer in Kombination dann kaufen. Dann wird es auf jeden Fall perfekt. Werdet ihr gleich sehen. Ich werde jetzt einmal ohne Air Assist lasern. Und zwar dieser Laser, der schafft ja 24.500 oder 24.800 Millimeter pro Minute. Und da habe ich jetzt auf 1% gestellt. Also sind wir bei irgendwie einer Schrittgeschwindigkeit zwischen 200 und 300 Millimetern. Nur, dass ihr da schon mal ein gewisses Maß seht. Und ihr seht jetzt schon, der Laser brutzelt hier auf dem Holz. Übrigens 4 mm Birkensperrholz ist das. Brutzelt da jetzt drauf rum und wir werden uns dann gleich mal die Unterschiede anschauen zu dem Schnitt mit dem Air Assist. So, das erste Quadrat ist jetzt schon gebrannt. Wir werden uns das gleich von unten und von oben noch mal etwas genauer angucken. Ich werde jetzt einmal starten mit volle Pulle Air Assist. So, ich denke, den Unterschied kann man hier deutlich erkennen. Wir haben hier auf jeden Fall einen deutlich saubereren Schnitt. Wir haben hier keine Schmauchspuren, die hier noch das Holz verbrennen oder generell sich hier niedersetzen, so wie das hier unten der Fall ist. Das, wie gesagt, ohne Air Assist, hier mit Air Assist und alleine dafür, dass wir das so sauber dann ausschneiden können, alleine dafür ist es das Ganze schon wert. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal von unten an, wie das da aussieht. Auch hier sehen wir, das erste ist noch nicht mal ganz durchgeschnitten und das zweite ist sogar schon ein bisschen zu stark geschnitten. Ich habe jetzt mit den gleichen Einstellungen geschnitten, also hier könnte man die Leistung deutlich herunterfahren noch und ihr seht, wir haben hier sogar einen Ausschnitt und hier haben wir diese Verkuckung, das heißt, hier hätte ich sogar die Leistung des Lasers runtersetzen können oder die Geschwindigkeit sogar noch mal erhöhen können. Aber grundsätzlich haben wir hier einen saubereren Schnitt als hier und vor allen Dingen müssen wir hier natürlich noch ein bisschen Intensität steigern oder noch ein bisschen langsamer stellen, damit wir hier mit einmal durchkommen oder ein zweites Mal drüber brutzeln. Aber dann verbrutzelt uns das Holz natürlich noch mal etwas mehr. Und ich denke mal, jeder wird jetzt diese Lösung hier sicherlich bevorzugen. Manchmal hat es natürlich auch ein bisschen Charme, wenn das hier vielleicht noch so ein bisschen angekokelt ist. Kommt immer drauf an, was ihr macht. Aber dafür könnt ihr das Ganze ja dann auch dann einsetzen, wenn ihr es haben möchtet. Und ihr müsst es ja nicht dran haben, ihr müsst es ja auch nicht einschalten. Ihr könnt auch die ganze Leistung noch mal ein bisschen runterdrehen oder sowas. Aber ich denke, hierdurch ist auf jeden Fall dolle klar geworden, wo drin hier die Unterschiede liegen. Wobei man das natürlich auch super sehen kann, gerade wenn man so filigrane Dinge macht, vielleicht zu Ostern wie jetzt hier oder vielleicht auch Weihnachtsschwibbögen oder sowas. Da seht ihr ja immer in diesen kleinen filigranen Ecken, da wo der Laser sich dann dreht oder in eine andere Richtung dann geht, dann brennt er natürlich da richtig scharf ein. Und das könnt ihr natürlich mit diesem Air Assist dann natürlich auch noch ein bisschen minimieren, weil ihr dann, wie gesagt, hier auch wesentlich sauberere Schnitte habt. Hier zum Beispiel von dem Hasen, die Unterseite ist hier sauber geschnitten.
geschnitten. Hier habe ich es nochmal ohne Air Assist einmal geschnitten, nur dass man das schon mal nochmal im Vergleich sieht. Und ansonsten ist das hier natürlich eine tolle Sache. Jetzt kann man das hier alles noch so rausbrechen. Und dann hat man hier einen Schriftzug schon für Ostern. Muss man ja jetzt auch schon mal dran denken. Wenn ihr sowas verschenken wollt, dann solltet ihr jetzt vielleicht zum Air Assist greifen, wenn ihr sowas noch nicht daheim habt. Und dann könnt ihr auch für Ostern ganz tolle Dinge machen. Zum Beispiel natürlich auch irgendwelche Fensterbildchen oder irgendetwas, was ihr vor die Tür stellen könnt. Oder. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr schon einen Air Assist daheim benutzt. Muss ja nicht unbedingt von Arteezer sein. Ob ihr damit dann zufrieden seid oder ob ich euch jetzt vielleicht auf eine Idee gebracht habe. Gerade Leute, die sich vielleicht jetzt zu Weihnachten diesen Laser gekauft haben und vielleicht noch nicht an Air Assist gedacht haben. Vielleicht ist das für die ja jetzt ausschlaggebend und die sagen, ja, das hat mich jetzt überzeugt. Man kann damit sauberere Schnitte machen, man kann damit Zeit sparen, damit auch Geld sparen, also Strom sparen etc. Wenn das Video euch ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch geholfen hat, wenn es euch ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin.